Hallo und willkommen bei Unterwegs mit Eddie. Heute vom Camperstop Rolling Turtles in der Nähe des Flughafens von Athen. Und wir möchten euch diesen mal etwas ausführlicher zeigen, denn der ist absolut neu. Den gibt es erst seit Sommer diesen Jahres. Und was der alles zu bieten hat, das zeigen wir euch nach dem Intro. Hallo und willkommen. Oh, Sonne. Nein, wir haben nicht den 30. November und ich stehe in der Sonne mit T-Shirt. Willkommen bei Unterwegs mit Eddie nochmal und heute in aller Ausführlichkeit einen komplett neuen Rolling Turtles Camperstop hier in Athen, Nähe des Flughafens. Den gibt es seit Juni und der Ganze ist noch ein bisschen im Aufbau. Deswegen können wir euch den sehr ausführlich zeigen, aber auch in manchen Dingen müssen wir euch einfach sagen, was demnächst noch alles kommen wird. Wenn alles klappt, reden wir auch noch ganz kurz mit dem Betreiber und der uns dann zeigen und erklären kann, wie das hier Ganze noch weitergehen soll und wie es ausgebaut ist. Und aus diesem Grunde zeigen wir euch jetzt diesen wirklich nagelneuen und in unseren Augen auch absolut empfehlenswerten Camperstop hier in Athen, Griechenland. Dann folgt uns mal. Meine Frau reicht mir mal ganz kurz den Zettel mit der PIN. Ihr kommt also hier an. Optimalerweise habt ihr übers Internet schon vorgebucht. Dann habt ihr auch gleich bezahlt per Kreditkarte. Ich glaube, per PayPal geht es auch. Das läuft absolut problemlos. Und innerhalb weniger Minuten kriegt ihr eine Antwort-E-Mail mit der Bestätigung und hier schön aufgeschrieben einer PIN. Mit dieser PIN könnt ihr dann, so wie es hier auch steht, 24/7, also rund um die Uhr, dieses Tor öffnen und habt dann Zutritt zum Camperstop Rolling Turtles. Wir machen das jetzt mal mit unserer PIN. Ihr guckt mal nicht über meine Schulter. So. Und jetzt kommt Sesam, öffne dich. Genau, das Tor geht auf. Das funktioniert, wie gesagt, wir haben es auch schon ausprobiert, rund um die Uhr. Als wir hier abends um 10 Uhr aus Athen zurückgekommen sind, gar kein Problem. Ab und zu sitzt hier auch rechts dann noch ein Pförtner. Dann kommt ihr hier rein, habt die Möglichkeit, und jetzt kommen wir zum ersten schon, einmal links zu fahren. Dort sollten eigentlich alle hin, deren Campervan ihr Wohnmobil oder sonstiges unter 8 Metern hat. Da gibt es dann auch Outdoor-Stellplätze. Die sind gerade in der Aufbau, die werden also, so wie er sagte, nächste Woche fertig. Da findet ihr die Toilette, da findet ihr die Dusche, da findet ihr Waschmaschinen. Das zeigen wir euch alles noch. Wer ein größeres Wohnmobil hat oder überdacht stehen möchte, falls ein Platz frei ist, der biegt hier rechts ab. Da geht es dann ganz nach hinten. Und bevor wir jetzt ganz zurücklaufen, hier nochmal ganz wichtig, vor der Ausfahrt, hier links an der Wand anhalten, Code eingeben und dann öffnet sich vorne auch die Tür und ihr könnt wieder rausfahren. Ihr müsst also zum Rein- und Rausfahren den Code eingeben. Wir gehen jetzt mal in Richtung des Hauptplatzes. Dieser Platz ist auch für alle vorgesehen, die größere Wohnmobile haben oder wie wir größeren Wohnwagen. Im Moment ist das alles noch so ein bisschen am Aufbauen und Einlaufen. Aber Costa gibt sich richtig Mühe. Der nette Herr hat in Deutschland studiert, spricht fließend Deutsch, Englisch und Griechisch, Überraschung. Und kann euch dann natürlich hier auf dem Platz, sofern er da ist, meistens bis 17 Uhr abends auch direkt einweisen. Was wir hier vorne noch haben, ist der Müllplatz. Hier gibt es auch Mülltrennung. Was Mülltrennung in Griechenland so heißt, also Papier, Plastik und Restmüll. Dann kommt ihr durch das zweite Tor hier in den anderen Bereich und da könnt ihr auch schon direkt sehen, Rolling Turtles war eigentlich und ist eigentlich auch eine Wohnmobil-Van und Vermietung. So, wir kommen jetzt zum ersten Bereich hier vorne. Das ist einmal der Spülbereich für Geschirr. Nichts Großes,
Griechenland. Wir sind hier, also wie gesagt, 30. November, T-Shirt, 20 Grad, über 20 Grad, gar kein Problem. Dann ist hier der erste Stellplatzbereich, in dem ihr halt eben dann auch überdachte Stellplätze habt. Hier ist der Bereich, in dem die Firma Rolling Turtles ihre Fahrzeuge vorbereitet. Ups. Und wie gesagt, überdacht. Das Ganze ist noch ein bisschen im Aufbau. Es gibt zwei Geschäftsfelder, die hier haben. Drei eigentlich. Einmal gibt es den Bereich der Vermietung. Dann gibt es den Bereich, wo ihr eben mit eurem Van, Wohnmobil hier vorbeikommen könnt. Stellt das ab. Lasst es hier für eine Woche, zwei, paar Tage, wie auch immer, bis zu einem halben Jahr hier stehen lassen. Gar kein Problem. Fahrt zum Flughafen, fliegt nach Hause, kommt wieder zurück, fahrt weiter. Auch das ist der Bereich. Und der dritte Bereich, den er jetzt ausbaut, und das finden wir sehr interessant, weil das wird dann wahrscheinlich auch der schönste, der einzigste, der größte Bereich sein, ist der Bereich mit Stellplätzen. Und hier in dem Lager könnt ihr sehen, da stehen auch Gasflaschen verschiedener Nationalitäten. Das heißt, ihr könnt also auch hier eure Gasflaschen tauschen, ob das jetzt oben deutsche sind, ob das unten griechische sind. Ich glaube, italienische und spanische Gasflaschen stehen hier auch. Also er ist sehr bemüht, er macht auch wirklich alles möglich und ist ein sehr netter Mensch. Dann, wie gesagt, hier, jetzt kann man meine Frau kurz über den Bereich drüber schwenken. Kann man jetzt sehen, das sind jetzt die ersten überdachten Stellplätze. Momentan noch genutzt von vielen, die nach Hause geflogen sind. Also hier stehen Engländer, hier stehen Franzosen, der Unimog und daneben dran unser Eddie. Jetzt kommen wir zum Lounge-Bereich hier im Freien. Ganz angenehm. Wir gehen mal hier die Stufe hoch und ihr könnt dann hier sehen, einen schönen Lounge-Bereich. Ich fläze mich mal hin. Ja, seid ihr also mit mehreren hier, könnt ihr euch ganz entspannt unter einem Sonnendach abends zusammensetzen. Habt dann hier die Möglichkeit zu grillen. Wem der Grill zu klein ist, dem darf es dann auch etwas Größeres sein. Die Gasflasche steht bereit, ihr müsst also keine eigene Gasflasche mitbringen. Habt dann hier einen riesengroßen Grill, eine kleine Küche, Waschbecken, Trinkwasser. Alles da. Also um dann auch mal eine Chill-Out-Party oder sonstiges im Sommer hier zu machen. Es ist alles gegeben. Und jetzt gehen wir mal weiter in Richtung des Sanitärbereichs. Der liegt dann, wenn man es ganz kurz zeigen kann, ganz da oben. Ein bisschen abseits. Ja, das sind schon ein paar Meter, aber es ist ganz nett, wenn es nicht direkt am Wohnwagen ist. Wir sehen uns jetzt dann gleich oben am Eingang zum Sanitärbereich. Wir sind jetzt hier oben am Sanitärbereich vom Camperstop Rolling Turtles. WC, Dusche, Waschmaschine, Geschirrwaschen, ein sozialer Raum, Sozialbereich und Fernsehen. Alles noch, wie gesagt, im Aufbau. Das heißt, ihr müsst ein klein bisschen nachsehen bis nächstes Jahr im Februar, März, wenn die Saison hier langsam wieder losgeht, sollte das eigentlich alles fertig sein. Aber lasst uns reinschneiden. Mich jetzt verarschen. So, wir sind also die Tür reingekommen und dann rechts abgebogen und damit sind wir jetzt hier im Sanitärbereich von Camperstop Rolling Turtles. Das ist noch nicht ganz alles fertig. Man sieht es daran, guckt mal darüber, der Spiegel, auch wenn meine Frau jetzt wieder ins Bild kommt, der hängt noch nicht. Hier ist noch ein bisschen was an Arbeit zu tun. Aber ich bin da froher Dinge und auch der Chef ist froher Dinge, dass bis zum Saisonbeginn im Februar, März alles hier soweit fertig ist, dass man das genießen kann. Insgesamt gibt es hier 1, 2, 3 Duschen. Die Duschen selber sind mit Bewegungsmelder ausgestattet. Das heißt, wenn ihr reingeht, geht das Licht an. Eine wirklich hübsche Dusche, super ausgestattet, Bodenablauf. Ihr habt keinen Duschkopf, aber oben
kommt das Wasser raus. Alles absolut neu, absolut sauber. Die Putzfrau kommt, jetzt muss man hier raus, sonst ist der Ton so scheiße. Die Putzfrau kommt also morgens und abends. Und wir sind jetzt seit 3 Tagen hier. Hier war noch nie irgendwas. Alles tipptopp sauber. Und man merkt einfach auch, dass er lange Jahre in Deutschland gelebt hat. Er legt Wert auf Sauberkeit. Das habe ich heute Morgen mit ihm im Gespräch schon rausbekommen. Und natürlich legt er auch Wert auf Umweltverträglichkeit. Das heißt, das Heißwasser hier wird über Solar produziert. In Griechenland, heißt aber auch, wer hier, der Campingstop hat ganz jährlich geöffnet. Natürlich im Dezember kommt, da kann es dann sein, dass das Duschwasser nicht mehr so 100% heiß ist, weil einfach die Zeit am Tag nicht mehr reicht. Aber es wird über Solar produziert, CO2-neutral. Also 50 Grad duschen ist dann doof. Wir kriegen da nur für 0,40. Ja, genau. Dann gibt es auf der Seite nochmal 3 Toiletten. Unisex, das heißt also für Männlein und Weiblein. Hier mit Bewegungsmelder, tipptopp, alles nagelneu. Sauber, Klopapier ist hier. Wer sein dreilagiges bevorzugt, muss natürlich dann selber mitbringen, gar kein Ding. Und wer hier rechts guckt, die Kleiderständer sind schon da, Ablagetisch und die Spiegel für da vorne sind auch schon geliefert. Daran sieht man dann auch, das Ganze hier ist noch ein bisschen im Aufbau. Das ist noch nicht endgültig. Aber auch hier finde ich für einen Camperstop wirklich toll gemacht. Da merkt man schon, dass er ein bisschen Herzblut in die ganze Sache reinlegt. Ja. Wir gehen mal raus hier. Dann haben wir hier auf der, von mir aus gesehen, rechten Seite nochmal so eine kleine Küche. Ihr seht hier den Eingang. Wenn man hier reinkommt, links ist nochmal eine explizite Damentoilette und eine Toilette für gehandicapte Menschen. Auch daran ist gedacht. Gibt es hier alles. Hier rechts, da gucken wir mal ganz kurz rein. Können wir jetzt gerade sehen, der Chef persönlich am Montieren der Waschmaschine. Hier soll noch so ein kleiner Aufenthaltsraum entstehen. Hier kommt noch ein Fernseher hin, die Couch. Das wird alles noch ausgebaut, dass man dann auch, wenn mal etwas schlechteres Wetter ist, sich natürlich hier auch ein bisschen aufhalten kann, außerhalb seines eigenen Vans, Wohnmobils, Wohnwagens und sich auch mit Leuten treffen kann. So, und wer die Waschmaschinen sucht, wir gehen mal kurz hier rein. So, der Chef sagt mal kurz Hallo. Ja, hallo, liebe Grüße. Hier wird dann Waschmaschine und Trockner installiert sein, auch das geht. Und damit habt ihr eigentlich einen kompletten Rundum-Service hier. Und mit ihm unterhalten wir uns nachher noch mal ein bisschen. Ja, gerne. Bis dann. Ciao. Ciao. Guten Morgen an alle Zuschauer von Unterwegs mit Eddie. Heute Morgen haben wir die Gelegenheit, noch mal mit dem Betreiber hier des Stellplatzes zu reden. Und er kann sich ganz kurz vorstellen. Das ist Costa von Rolling Turtles. Hallo, ich grüße Deutschland und wünsche viel Glück an eurem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr erstmal hier als Gast bei uns wart für die letzten paar Tage. Ihr seid gehört zu den ersten Gästen, wenn wir das so sagen dürfen, weil wir erst seit Juni 2023 aufgemacht haben als Stellplatz und Parkplatz für das ganze Jahr. Wir stehen jetzt hier direkt am Flughafen Athen oder 8 Minuten vom Flughafen Athen. Ja, genau. Das ist eigentlich die richtige Distanz, wenn ich das so darf, weil das ist so nah, aber gleichzeitig so weit weg, dass man nichts von den Flieger mitkriegt. Das, also das ist nicht so wie in Düsseldorf auf der Messe, auf der Caravan-Salon. Genau. Hier ist es schön ruhig, genau. Aber wir sind trotzdem sehr, sehr nah am Flughafen Athen. Und hier kann man über das ganze Jahr 24 Stunden am Tag reinfahren bzw. rausfahren. Und man kann hier bei uns übernachten. Also wir bieten Stellplatz-Übernachtungsmöglichkeiten und auch zusätzlich Parkplatz-Überwinterungsmöglichkeiten, Abstellplatz für Wohnmobile, weil es gibt sehr viele Kunden von uns, die wollen kurz nach Hause fliegen,
und irgendeine Arbeit betätigen, etwas machen in Deutschland oder in Österreich oder in England oder woher die kommen. Und dann wollen sie wieder natürlich zurückfliegen und von uns das Fahrzeug abholen und dann weiterfahren und wieder einen tollen Roadtrip in Griechenland vornehmen. Ja, genau. Wie viele Fahrzeuge habt ihr wie viele Fahrzeuge habt ihr zurzeit in der Vermietung? Genau, also Vermietung ist unser Hauptgeschäft gewesen. Mhm. Wir haben vor 2,5 Jahren angefangen. Wir haben inzwischen 25 Fahrzeuge. Da sind drei Kategorien von Fahrzeugen. Da sind erstmal diese Allradfahrzeuge, was wir hinter uns haben. Das sind so Pickup-Campers. Die sind sehr gut geeignet für Griechenland, weil sie überall hinkommen, klein sind und trotzdem alle Annehmlichkeiten anbieten, wie ein Kühlschrank, eine Gefrierbox, 100 Liter Wasser, genügend Energie, weil da Solarpaneele drauf eingebaut sind. Und das ist das beste Abenteuerfahrzeug, würde ich sagen, für Griechenland, und wo man damit überall hinkommen darf. Also das ist die erste Kategorie. Da haben wir die zweite Kategorie, das sind die Bullis. Das hier, das Bullis, und der Aufbau von Bullis ist von der Firma Space Camper eigentlich vorgenommen worden. Das Grundkonzept, weil Rolling Turtles ist aufgebaut worden von zwei Ingenieure und Freunde. Einen davon habe ich hier. Ja, und der andere sitzt momentan in Darmstadt, der Ben. Ich und Ben, wir kennen uns von der Studiumzeit in Darmstadt an der Technischen Hochschule da, und wir haben uns vorgenommen, dieses Projekt jetzt, wo wir 50 gehen und Midlife-Crisis durchmachen, vorzunehmen, damit wir was richtig Gutes für Griechenland anbieten, weil in Griechenland sowas hat wirklich gefällt. Auf jeden Fall, die zweite Kategorie sind die bekannten Bullis, das sind die Volkswagen, VWs, T6 mit Aufstelldächer. Und da kann man 4 bis 5 Leute unterkommen, da sind 6 Sitzplätze mit Kühlschrank und so weiter. Und dann haben wir die größeren, die weiße Kisten, wie man die so schön sagt. Ja, genau, wie in Deutschland. In Deutschland, genau. Die sind für 6 Passagiere, 4 Passagiere, 5 Passagiere. Wir haben da vollintegrierte, teilintegrierte. Und wir sind auch die Repräsentatoren, also wir repräsentieren auch Westfalia in Griechenland. Deswegen kommen jetzt auch 8 Westfalias von Columbus zu uns ab im zweiten Quartal 24. Ja. Also ich muss sagen, der Platz hier ist super. Wir waren jetzt eine Woche hier und ich kann mich echt nur bedanken. Super gemacht. Wir haben auch euch schon gezeigt, wie das Ganze hier in Zukunft aussehen wird. Gebt ihm noch ein bisschen Zeit, er arbeitet schwer, denn er hat auch noch nebenbei einen richtigen Job als Ingenieur. Dafür, dass er über jeden Tag sagt, das hier ist sein Hobby, hängt er da sehr viel Herzblut rein. Und für alle, die mal gerne in Griechenland Campingurlaub machen möchten, aber sich vor der weiten Anreise mit dem eigenen Fahrzeug vielleicht ein bisschen sträuben oder Bedenken haben, gar kein Problem. Hier gibt es den Flughafen, wie er sagte, ganz kurz, ihr landet, kommt hier rüber. Mit Uber, Taxi oder vielleicht holt er euch auch selbst ab, den Service, ruft bitten ihn an. Wir, ja. Er spricht ja perfekt Deutsch, gar kein Problem. Steigt in den Camper eurer Wahl ein, macht euren Griechenlandurlaub und fliegt dann wieder ganz entspannt zurück nach Deutschland. Ich kann es nur anbieten, er auch natürlich. Und von unserem Griechenlandurlaub her muss ich sagen, Griechenland ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und ich möchte mich dann auch mal bedanken bei dir für den schönen Aufenthalt hier. Wünsche dir alles Gute. Und wir sehen uns in 2 Jahren, wenn ich mir das wieder leisten kann, nach Griechenland zu fahren. Du bist immer willkommen. Ihr seid alle willkommen. Wir warten hier mit ein paar verlassenen Usun und Wein und leckeren Saftkäse auf euch und viel Sonne und blauen Himmel. Genau. Ja, damit wir eure Laune auch ein bisschen dann heben können. Genau. Wir haben es wieder nach draußen geschafft und jetzt möchten wir euch noch mal ganz kurz zeigen, was hier alles gibt. Also wie gesagt, Toilette und sonstiges hatten wir schon. Fernsehraum hatten wir auch alles. Die Ausfahrt ist dort oben. Da gibt es auch einen Taxipunkt mit einem QR-Code, über den man dann sein Handy den QR-Code scannen kann. Bestellt direkt ein Taxi. Kleiner Tipp, bestellt lieber ein Uber. Uber ist günstiger. Und auf der anderen Seite geht es dann vorbei zu den jetzt noch neu herzurichtenden, und das sehen wir jetzt gleich, Stellplätzen zur Entsorgungsstation. Die ist in groben Zügen, großen Zügen schon fertig. Und das Ganze zeigen wir euch jetzt gleich. Und dazu gehen wir jetzt einfach mal hier den Weg runter. Und bevor ich es vergesse,
ich habe ja mit dem Chef gesprochen, der hat mich hier eingewiesen. Das Schild hier Camping Store, momentan ist es noch ein bisschen als Lagerraum genutzt. Das wird zukünftig dann ein kleiner Zubehörladen werden für Campingzubehör, wo ihr das Notwendigste kriegen könnt. Falls euch ein Stuhl kaputt gegangen ist, irgendwas anderes Kleines, könnt ihr dann hier zukünftig auch kaufen. Das ist allerdings noch ein klein bisschen Zukunftsmusik. Das hängt davon ab, wie schnell er hier aufgebaut hat. Aber dann habt ihr wirklich hier einen kompletten Service-Stützpunkt, wo ihr alles kriegt. Das fängt bei der Gasflasche an, bei Campingzubehör. Und was es sonst noch gibt, das zeigen wir euch gleich unten. Wir befinden uns jetzt hier im unteren Bereich des Camper Stop Rolling Turtles. Ihr kommt also von da oben angefahren. Einmal der Blick nach oben, ihr kommt hier runter. Und dann gibt es hier, wie das Schild schon ausweist, die Entsorgungsstation, die Stellplätze für alles unter 8 Metern. Außenstellplätze nochmal explizit und einen zweiten Taxi-Anlaufpunkt. Wieso einen zweiten? Wir können mal darüber gucken. Da drüben seht ihr das kleine Türchen. Das wird noch genauso aufgebaut wie oben, also mit PIN und sonstigem. Und dann gibt es hier eine zweite Einfahrt. Und auch da könnt ihr dann mit einem QR-Code euer Taxi-Uber bestellen, um euch dann in Richtung Athen oder zur Metrostation zur nächstgelegenen bringen zu lassen. Also wirklich sehr großzügig angelegt und wir gehen jetzt mal runter zu den neu anzulegenden und jetzt gerade noch im Bau befindlichen Stellplätzen und zur Entsorgungsstation. Also hier in diesem Bereich werden dann zukünftig die Stellplätze für die kleineren Vans und Wohnmobile sein. Ihr erkennt es an den ganzen Alusäulen. Dann gibt es hier auf der anderen Seite an der Mauer entlang auch noch Stellplätze. Und wie gesagt, da vorne wird dann die Einfahrt sein. Man kann es einfach nicht oft genug sagen, es gibt in Athen eigentlich keine Alternative dazu. Und das sieht alles richtig gut aus. Auch definitiv die erste Adresse, die man anlaufen sollte, wenn man Athen besichtigt. Und ihr seht es auch hier schon, ne? Zukünftig kein Griechenland-Standard mehr. Das wird alles auf dem neuesten Stand gemacht. Das heißt also, ihr habt einen CEE-Anschluss mit 16 Ampere, ihr habt eine kleine Beleuchtung, ihr habt hier Stellplätze. Das Ganze wird hier noch ein bisschen eingeebnet, noch gerade gemacht. Ihr seht es ja alles selber. Ich denke mal, wer hier nächstes Jahr im März, April hierher kommt, wird sich über das Video schon wundern, weil es doch schon wieder ganz anders aussieht. Und was natürlich an jedem Platz noch kommt, das könnt ihr jetzt hier noch nicht erkennen, jeder Platz verfügt über Strom- und Wasseranschluss, natürlich. Und jetzt gehen wir mal in die Ecke da oben, da ist die Entsorgungsstation. Wir sind jetzt hier an dem ersten Punkt der Entsorgungsstation und gucken mal noch mal ganz kurz hier rüber. Auf die Seite, da werden also die Stellplätze jetzt entstehen. Und in unmittelbarer Nähe der Stellplätze hier unten dann die Müllentsorgung. Und wir gehen ein Stückchen weiter hoch. Dann haben wir hier die Entsorgung für das Chemieklo. Mehr braucht man nicht. Wasser, Abwasser, alles schön. Und hier vorne natürlich dann die Entsorgungsstation für die Wohnmobile mit einem Bodeneinlass. Sehr großzügig angelegt, alles nagelneu und natürlich der Frischwasserpunkt hier vorne, so dass man im Prinzip wirklich hier stehen kann, Frischwasser tanken, Chemietoilette entleeren, Grauwasser loswerden, alles in einem, alles an einem Punkt, alles brandneu. Der ganze Bereich ist kameraüberwacht, der ganze Bereich ist umzäunt, 24/7, also für die Sicherheit ist gesorgt. Uns hat es hier komplett überzeugt. Vor allem muss man dazu sagen, wenn man mit so einem großen Wohnwagen kommt wie mir, da muss man ja schon einen Stellplatz finden. Und Athen wäre für uns nicht passend gewesen. Nee, also für unseren Wohnwagen in der Größe gäbe es zwei Campingplätze in Athen. Der eine ist unterirdisch und der andere ist klein und nicht so toll. Und das war's dann. Die Adresse dieses Platzes,
die Webseite und die GPS-Koordinaten verlinke ich euch dann in der Videobeschreibung, damit ihr den Platz auch wirklich wunderbar findet. Die Anfahrt muss ich jetzt gucken, ob wir die schon vorneweg zeigen oder ob wir die jetzt hinterher zeigen. So, ihr kommt also von der Autobahn, die endet kurz vorm Flughafen, geht dann in eine vierspurige Landstraße über, auf der sind wir jetzt. Wir haben extra mal ganz kurz angehalten und zeigen euch jetzt die letzten anderthalb Kilometer bis zum Camperstop Rolling Turtles am Flughafen von Athen. Es geht also dann hier auf dieser vierspurigen Landstraße weiter und die markanten Punkte Lidl und Bäckerei, die seht ihr dann jetzt. So, wir fahren also jetzt diese vierspurige Landstraße weiter. Das Lidl-Schild ist schon ganz klar zu erkennen. Das ist auch da, wo wir vom Camperstop aus einkaufen gehen. Dann kommt als nächstes eine riesengroße Bäckerei. Die lohnt sich absolut reinzugehen. Links abbiegen in die Straße La Friosumeo. Die ist also auch empfehlenswert. So, wir wechseln jetzt langsam die Spur. Gehen auf die linke Seite. Und dort vorne kommt eine Ampel. An dieser Ampel müsst ihr dann links abbiegen. Die Linksabbiegespur ist aber nur mit einer sehr, sehr kurzen Grünphase. Das geht also hopp oder top, recht zügig. So, hier seht ihr die Ampel, da stehen schon einige. Und wir müssen hier links abbiegen. So, es geht weiter. Die Ampel hat auf grün geschalten, wir fahren jetzt hier links ab. Und hinter uns hat die Ampel schon wieder auf rot. Dann fahren wir hier Richtung Jysk. Aufpassen, rechts. Dann hier rüber. Und direkt am Geschäft vorbei. Ja. So, dann geht's hier hoch. Ganz gerne angeschossen, aber wir fahren geradeaus weiter über das Stoppschild drüber und dann hier schon direkt wieder rechts und dann habt ihr hier auch schon das Schild Rolling Turtles. Das heißt, die Anfahrt ist auch mit großen Wohnmobilen, Linern, sonstigem absolut gar kein Problem. Auf den letzten 100 Metern müsst ihr nur gucken, da gibt es ein paar Querfugen, ein paar unangenehme. Das ist aber auch das Einzige. Ja, ihr seht schon, angenehm breit, gerade. Das mit den Schlaglöchern hält sich hier auch in Grenzen. Verkehr kommt euch so gut wie gar keiner entgegen? Nein, eigentlich nur abreisende Camper. Und hier ist die nächste Quervogel, genau. Ich ersag's noch und fast wäre selbst drüber gedübelt. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Also wir halten hier kurz rechts an. Meine Frau springt jetzt gleich raus und öffnet die Tür. Und jetzt als kleinen Abschluss noch wollten wir euch unseren Stellplatz näher bringen. Also er ist überdacht, hat dann an jeder Säule hier vorne eine anständige Steckdose, Schuhkona, okay, mit einem kleinen Wetterschutz, das Ganze hinten auch. Da müsst ihr euch eventuell mit dem Nachbarn einig werden, also ihr habt hier zu zweit immer drei Steckdosen, sollte reichen, und ihr habt hier einen Lichtschalter, das heißt im hinteren Bereich sind nochmal LED-Leuchten angebracht, die den Bereich hier hinten mit beleuchten abends. Ja, ist nicht das hübscheste Modell, aber es ist momentan das Übergangsmodell.
Bank, Tisch. Und wenn man das sieht, wenn euer Van, Wohnmobil hier ungefähr aufhört, habt ihr immer noch einen guten 2 Meter überdacht Sitzmöglichkeiten. Unser Wohnwagen mit seinen 8,20 Meter fällt da ein bisschen aus der Reihe. Deswegen stehen wir auch hier. Mal die Bank nochmal ein Stück nach vorne rücken. Und was das Schöne ist, klein bisschen Werbung, meine Teleco Aktivsat funktioniert hier wunderbar. Denn der Astra-Satellit ist genau hier entlang der Kante von dem Dach. Das heißt also auch hier unterm Dach kein Empfang. Aber wenn man eine abnehmbare hat, wie die, vollautomatisch übrigens, ist das gar kein Problem. Schleichwerbung. Danke, danke. Und im hinteren Bereich, da kann man jetzt mal sehen, ich springe mal kurz hier rüber, da erkennt man es noch am Schlauch, habt ihr die Wasseranschlüsse. Ja, also hier sind 2, da vorne sind 2. Auch da muss man sich mit seinem Nachbarn einig werden. Im Notfall, ich habe einen Adapter dabei, ich kann aus einem 2 machen. Läuft. Also Wasser habt ihr, Strom habt ihr, Abwasser leider nicht. Als kleine Entschädigung, ihr habt ja freies WLAN und das WLAN ist kostenlos und zumindest jetzt, wo eben so wenige hier sind, ist das WLAN auch super. Wir können also gleichzeitig auf 2 Fernsehern streamen. Bisschen Rumprotz, ja, können wir. Das zum Stellplatz. Wenn man jetzt mal hier guckt, wir haben vor dem Wohnwagen selbst natürlich nicht riesengroßen Platz. Es ist also kein Campingplatz, das muss man dazu sagen. Es ist ein Camperstop, aber auch für Wohnwagen geeignet. Ihr habt halt einfach hier vorne, ja, ein Tisch passt hin, ein Stuhl passt hin, die Schuhe kann man hinstellen. Das ist schon ganz okay. Wer den ganzen Urlaub sehen möchte, Griechenland-Urlaub, der kommt dann ab Ende Januar, Mitte Februar auf unserem Kanal und da kriegt ihr dann das volle Programm Griechenland, unsere 4 Wochen Urlaub hier im Herbst. Bis dahin, wir sehen uns.